Guck mal bei den Arthur da oben, einen kleinen Stern rechts, guck mal. Hier, wenn du dich bei mir hinstellst, da siehst du den Aufgang, siehst du? Nein, wenn ich bei mir hin, stell ich mir mal bei hier hin. Im Hausband, wo ich bin. Da ist Helle da. Wo die Wolken her sind, da geht der auf gleich. Und da sehe ich es schon. Da sehe ich schon. Komm mal, komm her. Da ist er schon. Ich sehe gerade die Kuppe hinter dem Baum. Wie immer scheiße Tanne da. Warte. So. Ich habe die Frequenz verdunkelt, damit man im Rot sieht. Guck, das geht doch schnell, ey. Und das vor 12 Uhr. Wenn jetzt einer bei uns beschweren sollte, dann sag ich eiskalt, nee, da hinten, dass die Nachbarin hat gescheppert mit dem Gegenstand fallen lassen. Wir kriegen morgen die Schuld, als ob wir einen Gegenstand fallen lassen haben in der Nacht. Jetzt um die Uhrzeit, ne? Die Nachbarin war das gewesen. Mhm. Nicht wir. Ja? Wird das ja, morgen die Schuld? Ja. Nein, wird das morgen die Schuld kriegen? Nein, kriegen wir nicht. Mit dem Gegenstand? Was geschehen? Hast du das Gegenstand ich gehört? Ja. Was? Was? Hab ich. Ja. Von der Nachbarin? Die hat für den Kerl was kaputt gemacht. Tja, das ist auf meiner Aufnahme drauf, als Beweis der Urstellung leer. Jetzt warte ich nur, bis die da hinten wieder anfängt, die Nachbarin. Er ist morgen Sperrmüll. Ich glaube, ich bringe Sperrmüll in die Straße. Der ist riesig, boah. Wie groß der ist. Nein, hier ist der. Kannst du ihn sehen? Da ist der, guck mal, da ist der Mond. Haben die gerade bei mir gesprochen, die beiden da? Gut.
Ich habe Beispiel genannt, wenn wir morgen die Schuld kriegen sollten, dass wir mit dem Gegenstand nachts rumgepoltert haben. Hab ich alles gehört, das war die Nachbarin, nicht wir. Die mir die Kerle zopft hatte. Ist so. Hast du den Leuten schon Bescheid gegeben mit dem Supermond? Mhm. Auch mein Freund. Auch mein Freund. Auch mein Freund. Alle, ne? Mhm. Haben die sich auch bedankt?
Ja, siehst du, Mama, komm mal schnell. Da, siehst du ihn jetzt, Mama? Ja, ich sehe es auch. Der ist riesengroß. Jetzt siehst du ihn, Mama. Guck. Ja, ich sehe. Ich schreibe ja ein Video rein, Ruhestelle, Lärm und die Uhrzeit. Das ist ja. Geh schon mal ins Bett, im Hell 12 durch. Das ist wichtig, Mama. Kann man halt drei. Ja, 2:30 ist gut. Da haben wir noch die Zeit, den Monduntergang anzuschauen. Ja, geh ins Bett, Mama, husch. Ich komme schon alleine zurecht. Scheiß Nerven.